So, meine Damen und Herren, es geht los zum Kampf gegen die Deathclaw. Ich speichere natürlich. Und sie sieht mich. Jetzt. Hallo Mutti. Na? Auf ein neues. Kampf Nummer 15 oder so. Du läufst weg. Okay. Ohne Schaden. Das geht schon mal gut los. Oh. 15 Schaden von Taiko. Das ist ja krass. Hätte ich gedacht, dass du überhaupt mitmachst. Warte mal. Ich gehe mal mit 2 Punkten ran. Versuche dir ein bisschen mehr Schaden beizubringen als Taiko. Ansonsten greifst du, glaube ich, ihn an. 14 Punkte. Oder? Das ist ein bisschen dumm. Dann, ja, muss ich wohl warten. Zu beenden. Ian und Dogmaid kommen dazu, mehr oder weniger. Die Deathclaw wird wahrscheinlich mich angreifen, wie ich es schon erwartet habe. Immerhin starb ich noch nicht. Ja, es sei natürlich, Katja greift mich an. Doggy macht mit. Ein Trefferpunkt, ihr Trefferpunkt zählt. Dankeschön. So, 71 habe ich noch, alles gut. Nein. Kegeln wir das Vieh kurz mal weg. Warte mal, schaffe ich es, 2 ran und dann dich zu treffen? Nein, dann gehe ich wieder 2 zurück. Tschüss. Du kannst jetzt 2 Angriffe bringen. Geil, ich habe immer noch 69. Läuft viel, viel besser als die anderen Kämpfe. Diese Rüstung ist Gold wert. War das gerade Schaden? Nein, war es nicht. War aber zumindest ein Treffer. Alle stehen drumherum. Ich treffe mich mit 69%. Das ist echt ein Witz. Sag mal. Schlag Nummer 3 bringt es. Wunderbar. 9 Trefferpunkte. Ich laufe wieder weg. Tschüss. 2 Angriffe. Alles gut. Ich werde angegriffen. Auch von meinen eigenen Freunden. Das ist sehr schön. Wenn der Kampf genauso weiterläuft, dann kriegen wir es ganz gut hin. Ja, dann müssen wir uns hauptsächlich eher vor Katja fürchten. Ah, du kannst nicht wegrutschen. Geil. 1. 2. Ah, schade. Die Hälfte über den Treffer. Du läufst weg. Okay, du wurdest nicht mal einmal angegriffen. Ihr ist einfach ein Feigling. Du kannst ja schon ein bisschen die Eier angreifen da hinten. Wenn die, ich hoffe, die schlüpfen nicht irgendwie. Oh. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich werde noch einmal. Oh, alter Schwede. Taiko macht richtig Schaden. Ich glaube, ich werde noch einmal angreifen und danach mache ich mal eine Stimpack-Runde. Das heißt, ins Inventar gehen, ganz viele Stimpacks nehmen. Und dann. Oh yeah. Ordentlich Schaden machen. 4 Treffer. Sogar einmal kritisch. Und dann halt die nächste Runde wieder abwarten. Moment. Jetzt müssen wir natürlich erstmal diese hier überleben. Das war jetzt ein Treffer, ne? Ja. Oh yeah. Stimpack-Runde ist angesagt. Okay. Wurde Deathclaw wurde getroffen. Rechts Bein wurde, attackiert. Wurde zumindest. Etwas in Mitleidenschaft gezogen. Wunderbar, vielleicht kannst du ein bisschen weniger laufen dadurch. Wie siehst du eigentlich aus? So gut wie tot, wir riskieren es trotzdem nicht. So, ich hätte gern ein Stimpack. Ein weiteres Stimpack. Es war ein sehr guter Tipp, dass ich so viele Stimpacks im Inventar nehmen kann, wie ich lustig bin. Ja, 3 reichen mir. Oh, das geht. Dann nochmal. Noch 2 Angriffe. Ach, verdammt, ich dachte, wir wären jetzt tot. Oh, hat sich gelohnt, dass wir es getan haben. Auf jeden Fall. Komm, ich will jetzt derjenige sein, der den letzten Schlag bringt. Obwohl es Taiko auch verdient hätte, muss ich sagen. Der hat auch ganz schön viel Schaden gemacht dafür, dass er ohne Waffen kämpft. Mittlerweile wahrscheinlich aus Prinzip sogar schon. Stirb, Deathclaw-Mutti. Stirb. Nun stirb schon. Sag mal, stirb. Oh Gott, hältst du viel aus. Ein Kampf auf Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ein bisschen was. Nimmst wieder. Ach, du hast eine Powerfaust, Taiko. Ich verstehe. Die nimmst du. Und Dogmeat reißt das Vieh nieder. Dogmeat macht immer so: ein Trefferpunkt, 2 Trefferpunkte, ein Trefferpunkt. Das Vieh ist tot. Wie geil. So, wir müssen jetzt sofort dahin. Das heißt, warte mal, wir können auch den Kampf beenden erstmal. Hat die Mutti denn schon. Nee, warte mal. Ich will wissen, ob du irgendwas dabei hast. Du hast nicht mal was dabei. Ich spekuliere aber ein bisschen auch noch auf diese komischen Teile, die wir noch brauchen, die wir irgendjemandem zur Reparatur geben müssen. Ich glaube, wir werden mal ganz kurz hier ein bisschen erstmal speichern. Ich muss noch kurz dahin und ein bisschen Eier klopfen.
Gruppen 1. Die Brut muss nicht weiter existieren. Ich hätte einfach ein, oh, grün sogar. Ich hätte einfach ein... Ja, doch, mir kann jetzt sehr, sehr helfen. Ich hätte einfach einen Dynamitstanger hinlegen können. Aber meine Freunde können da genauso gut helfen. Ja, dann gehe ich jetzt mal dahin. Und schlag auf... Oh, das war schon. Keine weiteren Eier. Wunderbar. Dann Kampf beenden. Und guck, ob ich irgendwas finde, natürlich. Warte mal, da war doch irgendwas. Kaputte Eier. Da finde ich nichts. Mist. Hier. Mist. Hier. Mist. Warte mal, da war doch irgendwas. Da war noch ein anderes Ei. Kann ich die Eier noch? Eierschale, Eierschale, Eierschalen. Hm. Kriege ich nichts Geiles hier? Hier, da kann ich noch was mitnehmen. Hoffe ich. Ich bekomme einfach nichts Geiles hier. Verdammter Mist. Einfach nur Fässer, einfach nur Kisten. Ein bisschen Müll. Okay, was ist das hier? Einfach nur Schrott. Verdammter Mist. Ich hätte ja wirklich gehofft, dass wir diesen komischen Prospektor oder wie der heißt, da finden würden. Oder Scavenger, wie sie sich genannt haben. Das hier vielleicht? Nee. Kabel. Was kann ich mit den Kabeln denn machen? Verschiedene Computerkabel. Ich hätte wirklich gehofft, dass ich damit irgendwas machen könnte. Dass ich, oh, doch, welche Treppe will ich haben, genau. Dass ich die Teile hier irgendwie finden könnte. Darauf, dass ich irgendwie vielleicht noch eine weitere Questreihe freischalte. Zum Beispiel, dass die Leiche war ja. Oh, warte mal. Die Leiche ist wieder aufgetaucht. Früher war die ganze Zeit nur ein... Ah, ein Blutfleck hier. Ja, wäre es nicht geil, wenn ich auch noch wissen würde, was ich jetzt gerade mit aufgenommen habe? Außer Schrott. Haufen aus Schrottteilen. Ich hoffe doch sehr, dass es das ist, was wir brauchen. So, ich speichere mal eben. Ist noch irgendwas hier? Nee, oder? Im Mittelraum haben wir, glaube ich, auch schon. Wir haben, glaube ich, hier alles schon gelootet, was geht. Sehr geil. So, ich würde sagen, ich stecke kurz mein Hämmerchen ein, speichere das Ganze und lass mich feiern dafür, dass ich die Deathclaw-Mutter besiegt habe. Die, ach, stimmt ja. Ihr werdet jetzt gleich den... Warte mal, wie mache ich das denn am besten? Ihr werdet nämlich gleich jetzt die komischen Razor Blades oder wie auch immer die heißen, unterstützen. Das heißt, die können sozusagen gegen den Bürgermeister vorgehen. Das aber wiederum bedeutet, dass ich erstmal vielleicht nicht sofort da unten hin kann. Pass auf Deathclaw auf, hier ist keine einzige Deathclaw. Hoffe ich. Oder? Nee, nichts übersehen, alles cool. Das heißt, ich werde erstmal kurz den Schrott abgeben, denn mir wurde gesagt, dass ich möglicherweise erst, nachdem ich den Schrott abgegeben habe, von Smitty möglicherweise eine Verbesserung durch, von irgendwelchen Dingen erfahre. Und deswegen, also Smitty, der Schmidt kann ja irgendwelche Dinge scheinbar veredeln, Waffen oder Rüstung. Und ich hoffe doch, vielleicht kann man meine Kampfrüstung noch ein bisschen veredeln, oder meinen Supervorschlag kann man noch vielleicht noch ein bisschen veredeln. Halte ich für eine geile Idee. So, wir gehen weiter runter. Speichern natürlich nochmal. Eine kleine Menschenmasse. Bitte weitergehen. Unerlaubte Versammlungen sind nicht erlaubt. Deswegen sind sie ja nicht erlaubt. Eine junge Frau mit dunklen Haaren. Nein, ich meine nicht genehmigte Versammlung. Warte mal, wo war denn der Prospekt, den ich ansprechen sollte, wegen den Teilen. Warst du das? Ich meine doch. Wir treffen jetzt wieder, was gibt's Neues? Ja, was machst du nochmal? Ich bin Scavenger, meine Aufgabe, bla bla bla. Wie umgehst du die Deathclaws? Ich hab doch schon... Warte mal, letzte Woche habe ich einen Kerl ausgesagt, der noch ein paar Teile für Miles suchen sollte. Seitdem ist er verschwunden. Das letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er die Teile gefunden hat und sich auf dem Rückweg befindet. Ja, ich muss also vielleicht mit Miles sprechen. Das bist, glaube ich, du. Hast du die Teile schon gefunden? Ja, hier sind sie. Malte sich die Teile an. Das sind sie, aber es sieht so aus, als müsste Smitty sie noch bearbeiten. Kannst du sie ihm bringen? Ich habe andere Probleme. Kannst du nicht selber machen? Ja, klar, komm, ich mach's. Ich komme zurück, wenn er sie fertig hat. Wunderbar, kriege ich dafür wenigstens Erfahrung? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Speichern. Vielleicht kriege ich erst die Erfahrung, wenn ich die Teile komplett habe. Also komplett veredelt habe. Smitty, alter Freund. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Du musst diese Teile für mich reparieren, damit ich eure Hydrofarm wieder in Ordnung bringen kann. Ja, das kann ich reparieren. Gib mir ein wenig Zeit. Okay. Ich warte genau hier. Hier bitte, Smitty gibt dir die reparierten Teile. Vielen Dank.
So. Ich an der Stelle würde schnell zurück zum Hub gehen. Ja, das, überlass bitte mal mir, ja? Hallo. Jetzt, Miles nimmt dir die fertigen Teile ab. Sieht ganz so aus, als hätte Smitty sie gut hingekriegt. Danke für deine Hilfe. Hier hast du eine Entschädigung für den Aufwand. Okay. Miles gibt dir einige Deckel und Stimpaks. Wenn du auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommst, kannst du jederzeit bei Smitty und mir reinschauen. Wir können dir eventuell mit einigen guten Änderungen deiner Ausrüstung behilflich sein. Smitty vollbringt mit einigen Waffen wahre Wunder und ich kann dir helfen, wenn es um bestimmte Rüstungsarten geht. Wie geil! Okay, Erfahrung habe ich zwar nicht bekommen, aber ein paar Stimpaks. Und etwas Geld. Keine Ahnung, oder Stimpaks 25 wieder. Wunderbar, habe ich gerade eh verbraucht, viele. Und Geld, warte mal, Geld habe ich doch ganz oben, oder? 9.382, ich habe keine Ahnung, wie viel ich bekommen habe. Steht das dann irgendwo da? Nein. So, kann ich jetzt eure komische Anlage reparieren? Sieht so aus, hättest du eine Power-Rüstung gefunden. Ich habe von einem chemischen Prozess gehört, mit dem ich die Oberfläche härter machen könnte. Allerdings fehlen mir noch ein paar Anhaltspunkte, die ich brauche, um die Formel und die notwendigen Reagenzien zu bekommen. Soviel ich weiß, hat Mrs. Stapleton, die Bibliothekarin des Hubs, einige Zeitschriften und Bücher, die mir weiterhelfen könnten. Wenn du mir die besorgen würdest, könnte ich den Prozess... Oh, geil. ...an deiner Rüstung ausprobieren. Das ist eine coole Idee. Gut, ich spreche mit Mrs. Stapleton. Das ist immer mein Interesse. Ist die Hydroanlage jetzt eigentlich wieder in Ordnung? Warst du schon mal Mrs. Stapleton? Nein, war ich doch nicht. Okay. Sagst du mir irgendwas Lobendes, das ich gerade gemacht habe? Hallo, wir treffen uns doch wieder. Okay, dann nö. Nein. Du lobst mich nicht dafür, dass ich die Anlage repariert habe oder repariert haben lasse? Dann halt nicht. Wer war eigentlich nochmal hier drin? Wer bist du? Was machst du? Ach, du bist der Wahrsager. Ach, stimmt, ich habe einen Tipp bekommen, dass ich, wenn ich eine bestimmte Kombination anspreche, also wenn ich irgendwie besonders anspreche, dass ich ein Glück mehr bekomme. Glück ist nie verkehrt. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Ja, bin nur vorbeikommen, einen guten Tag zu wünschen. Ich brauche deinen Rat. Komm, ich brauche deinen Rat. Chuck, er holt seine Tarotkarten raus. Lass mich die Karten befragen. Chuck mischt deine Karten. Mehr. Chuck sieht zwei Karten. Der eine zeigt einen Funkturm und der andere einen Mann im Anzug mit Zepter. Der Turm und der Kaiser. Große Veränderungen werden durch einen mächtigen Anführer geschehen. Ob das deinen Tod bedeutet, kann ich nicht sagen. Glaubst du? Ja, danke für den Rat. Gute Reise, Fremder. Okay, das war's offensichtlich nicht. Ich probiere es nochmal aus. Ich bin nur vorbeikommen, dir einen guten Tag zu wünschen. Hallo, du da. Ich hoffe, es geht dir gut. Mehr? Gute Reise, Fremder. Okay, das war's auch nicht. Ich will es nicht... Oh, warte. Kann ich jetzt wieder raus? Ich will's offen gestanden nicht übertreiben. Könntet ihr bitte mich rauslassen? Nee, es ist nicht wahr. Hallo. Gut, ich werde wahrscheinlich laden müssen, allen Ernstes. Dann lade ich es ganz eben. Und gehe mal kurz zu Smitty vorbei. Speichern. Vielleicht wird er mir irgendwas zu meinem Super-Vorschlaghammer sagen, wie er ihn vielleicht verbessern kann. Hallo, Smitty. Vielen Dank für das Wiederherstellen der Farmen. Wenn du jemals ein Plasmagewehr findest, bring es hierher. Ich kenne dich ein paar Tricks, wie man die Einspritzung verbessern kann. Okay. Ein Plasmagewehr, okay. Gut, kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Punkt. Und zwar müssen wir dafür hier rauf. In den Norden. Dann wiederum in den Osten. Ganzes Stück sogar in den Osten. Hast du jemals hier verstrahlten Regen gesehen? Ja, vermutlich habe ich das. Aber er will das schon. So. Man wird zwar nass und das wird dann gar nicht mal so schlecht, aber man ist auch gleichzeitig wahrscheinlich halb verätzt. Pass auf die Deathclaw auf. Wieso sagst du mir jetzt jedes Mal, die Deathclaws haben wir schon getötet? Aber ihr ist halt ein Schisser, was soll man sagen? Überall kleine Blutflecken. Schade, dass wir Deathclaws jetzt alle erledigen mussten. Das heißt nämlich, dass wir hier keine Erfahrung mehr sammeln können. Aber ganz ehrlich, das war es mir wert. Die Frau musste einfach sterben. Ich speichere nochmal. Und kann hier übrigens gleich den Rest meines Krams verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Hallo. Ich sehe mich nur um. Ich möchte Zack Waffen abkaufen. So, er haut ab. Und wir gehen hinterher. So. Ich glaube, du warst der Richtige, nicht wahr? Nehmen wir nochmal, du warst der Richtige. Was? Du hast alle getötet? Den Gott sei Dank. Jetzt können wir an einen Ort gehen, an dem wir unser Rohmaterial selbst beschaffen können. Dann sind wir nicht mehr von diesen Schlangen aus der Dütum abhängig. Sag, was wir dir schuldig sind, mein Freund. Ich will Waffen und Munition, und zwar viel. Nein, ich habe ein paar Freunde, die deine Waffen echt gut gebrauchen können.
Hier, sag deinen Freunden Bescheid, dass sie ihre Waffen haben können. Dankeschön. Geil. Ich bekomme 1000 Erfahrungspunkte nur allein dafür. Ich würde ganz gerne mal kurz mal mit dir... Wo sind meine Leute hin? Ach, da. Taiko, du könntest natürlich schon mal wichtig sein. Taiko. Dankeschön. Habe ich dir irgendwas gegeben? Ja, das Gewehr, was du nicht nutzt, das Jagdgewehr. Komm, das nehme ich gleich mal ab. 3 Skorpionschwänze, die ich wahrscheinlich alle nicht tragen kann. Doch, jetzt kann ich die. Okay. Das Gewehr nehme ich auch schon mal. Okay, das willst du nicht abgeben. Ist verständlich, ist ja in Ordnung. Behalte dein Gewehr. Den Skorpionschwänze krieg ich auch nicht. Dann nicht gut. Dann würde ich kurz mal gerne den Ian auch nochmal befragen. Halt da bitte mal still, Ian. Ian, dankeschön. Hast du noch irgendwas, was du nicht brauchst? Ja, du hast Rüstungen, die ich nicht mehr tragen kann, weil ich viel zu schwer beladen bin. Warte mal, was ist das eigentlich für eine Munition? Komm, die gebe ich dir erstmal komplett. Dafür nehme ich mal das. Kann ich immer noch nicht tragen, okay. Ich gebe dir auch diese Munition komplett, weil ich brauche die ganze Munition eigentlich gar nicht. Ich kann es immer noch nicht tragen, alter Schwede. Die Gewehrpatronen bekommst du auch noch und das bekommst du auch noch. Dieses Objekt ist kein Platz mehr. Guck mal an. Okay, kann ich jetzt eine Rüstung tragen? Immer noch nicht. Gut, in dem Fall. Ich würde gerne mit dir sprechen. Bekomme ich einen besseren Rabatt? Sicher. Toll, zeig, was du hast. So, ich hätte gerne, was hast du eigentlich nochmal? Du hast bestimmt ein bisschen Geld und Geld ist immer gut. ...3547, das ist schon mal nett. Jetzt muss ich mal ganzen Krimskrams finden. Hier, erstmal alle 3 Gewehre, bitte. Yeah. 3401, das ist schon mal ordentlich. Dann hätte ich gerne einmal 900. Dann 901, damit wir es gleich weg haben. Dann nochmal 900. Und jetzt nochmal 700. Okay. Okay. Bieten, vielen Dank dafür. Reden. Und ich würde sagen, es reicht jetzt mal an Verkaufen. Damit könnten wir uns wahrscheinlich direkt erstmal gleich eine OP leisten, oben bei der Brotherhood of Steel. Denn, das, darauf wurde ich gerade hingewiesen tatsächlich, Bewegungspunkte sind ideal. Also wenn ich meine Beweglichkeit erhöhe, weil in Wirklichkeit wird auch meine Aktionspunkte steigern. Wird wahrscheinlich nur ein Punkt sein. Wenn es 2 Punkte wären, wäre es natürlich noch geiler. Kann ich 5-mal zuschlagen oder sogar noch ein Schrittchen reingehen einfach. Deathclaw muss man jetzt nicht beachten. Wir gehen aber gleich mal zum zu den, ich glaube, die heißen Razors. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und verkünden ihnen die frohe Botschaft, dass sie gleich mit Waffen beliefert werden. Da können wir vielleicht auch mit diesem Typen vorne sprechen, der irgendwie scheinbar so eine Art Nahkampftrainer ist. Mal schauen. So, erstmal gespeichert. Können wir das jetzt schon? Hallo Jungs, nach was suchst du denn? Achso, das sind die Blaze, heißen sie. Okay. Nicht die Razors, sondern die Blaze, ist ja auch völlig in Ordnung. Leider haben wir keine Cola mehr. Doch, wir haben schon einiges an Cola. Ihr habt reichlich Cola. Hallo junge Dame, danke für deine Hilfe. Wir werden Adytum einfallen. Es hilft uns bestimmt, wenn wir dich an unserer Seite haben. Oh, ein harter Kampf. Nein, danke, ich habe diese Woche schon genug erlebt. Klar, macht bestimmt Spaß, die Regulatoren fertig zu machen. Ich möchte zuerst mit Zimmerman sprechen, genau. Ich glaube zwar nicht, dass es eine tolle Idee ist, aber du kannst es gerne versuchen. Komm, erst ein bisschen Diplomatie. Wir müssen nicht gleich auf die brutalstmögliche Weise oder aggressivste Weise den Konflikt lösen. Vielleicht können wir auch eine Balance of Power hinbekommen. Und wenn Zimmerman nicht gut reagiert, habe ich gerade gespeichert. Nur für den Fall. Zimmerman, wo war denn Zimmerman? Zimmerman war, glaube ich, hier unten. Hier war der. Nicht wahr? Gehen wir mal durch ein ganz anderes Haus. Ja, was auch immer. Hallo Zimmerman. Warum hast du dich denn nicht darum gekümmert? Ich habe es mir anders überlegt. Genau. Dann verschwinde, wenn du Adytum nicht helfen willst, kann Adytum dich nicht gebrauchen. Und... ich werde vor die Tür gesetzt. Okay. Du hast völlig recht, junge Dame. Lass es dort einfallen und Zimmerman töten. Wahrscheinlich hätte es auch, wenn ich ehrlich eine höhere Wasser mit Kohlensäure, Karamellfarbe,
Aspartame verstrahlten Regen. Was? Irgendwas bleibt bei Benzat. Für den Geschmack natürlich Aromastoffe, Zitronensäure, Koffein. Du zählst einfach gerade die Zutaten von Nuka-Cola auf. Wahrscheinlich, wenn ich eine höhere Sprachfähigkeit gehabt hätte, hätte ich vermutlich, du bist kaum zu sehen, junge Dame, hätte ich vermutlich ihn überreden können, diesen Konflikt beizulegen. Klappt aber leider nicht. Deswegen, speichern, werde ich der Dame, deren Beine nur zu sehen sind und das Stück vom Hinterteil, werde ich kurz mal an den Po greifen und sie damit animieren, mit mir dort einzufallen, Hanu. Ich würde gerne mit dir sprechen. Sprechen, rein. Ich sehe Tisch. Ich würde gerne mit... Überreste von Razor? Was? Warte mal. Ich lade das Ganze einfach mal ganz kurz. Das scheint mir doch nicht richtig zu sein hier. Ich sehe Stuhl. Ich sehe Überreste von... Wieso ist es Überreste von Razor? Hallo? Wieso komme ich jetzt schon wieder nicht aus dem verdammten Tisch raus? Aus dem Zimmer raus? Geh da raus. Geh auch... Alter, ihr steht mir alle völlig im Weg. Ja, genau, Taiko. Mach ein bisschen Platz hier. Vielen Dank. Ich muss, glaube ich, diesen Karten nochmal neu laden. Ist das hier näher dran? Nein, ist es nicht wirklich. Geh mal kurz nach rechts raus. Die Katja, oder wie sie hieß, oder Anja, ist offenbar gerade verladen worden. Haha, wisst ihr? Verladen. Wegen falsch geladen. Naja. Nochmal zurück. Du stehst noch da. Der Herr, der aussieht wie... Genau. Der Herr, der aussieht wie Anja. Der Herr, der aussieht wie Taiko. Mein Gott, mein Namensgedächtnis ist katastrophal. Wo ist die Dame hin, Mann? Der tote Körper von Razor. Wieso bist du tot? Du hast jetzt einen Hammer? Ey, ganz ehrlich, das kann nicht euer Ernst sein. Oh mein Gott. Das kann ja... Ich muss es nochmal laden. Wo ist die Dame hin? Wieso bist du tot? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hab dich auch gar nicht getötet. Muss ich jetzt ernsthaft den Kampf gegen die verdammte Deathclaw nochmal neu angehen? Es ist nicht euer Ernst. Was kannst du mir über Blades erzählen? Ja, okay. Bla bla bla. Ich hab die nicht getötet. Ja, tut mir leid. Dann muss ich kurz mal das Ganze neu spielen. Ein bisschen. Gott bricht mich jetzt gerade an. Ich habe irgendwie hier gespeichert aus irgendeinem Grund. Nem. Und egal, wie oft ich das lade. Es ist immer wieder, sie ist immer noch tot. Das ist total sinnlos. Ich hätte wahrscheinlich nicht mit dem Typen sprechen sollen. Okay, gut. Was war der letzte Spielstand? Natürlich habe ich nach der Deathclaw gespeichert. Oh, bitte. Bitte habe ich das getan. Nein, habe ich natürlich nicht. Ist das schön. Naja, gut. Hallo, Mutti. Ja, komm ran. Alte Wachtel. So, kann ich gleich angreifen? Kann ich nicht. Natürlich nicht. Immerhin. Was? Du hast dich getroffen, verlierst den nächsten Zug? Was geht denn gerade ab? Hab ich irgendwie Glück minus 40 oder was? Okay. Komm, den Kampf machen wir jetzt noch mit. Gegen die Deathclaw-Mutter, das ist schon mal was. 9 Punkte. Ohne Schaden. Und zu Boden geworfen. Natürlich, der nächste Zug ist wieder weg. Sie ist auch zu Boden geworfen worden. 22 Trefferpunkte, geil. Dogmeat. 2 Trefferpunkte, immerhin. Ich darf aufstehen. Nett. Ich hoffe mal, ich treffe Dogmeat nicht. Sehr schön. 95 Trefferpunkte. Oh, 68. Geil, wenn du auf dem Boden liegst, ist super. Nochmal 18. Und ein weiteres Mal darf ich nicht. Schade. Zu beenden. Ja, komm. Okay. Dadurch, dass das Vieh jetzt eingekeilt ist, kann es auch nicht wegrutschen. Das heißt, ich kann mal eine komplette Keulenrunde machen. Oh,
Oh yeah. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Oh, sehr schön. Und Nummer 4. Sehr gut. Jetzt muss ich erstmal die nächste Runde überleben und... Was? Wow, das war... Dein Leben endet. Das war ordentlich. 48 Trefferpunkte mit einem Schlag. Das nenne ich ja wirklich einen kritischen Treffer. Ja, dann das Ganze eben nochmal, nicht wahr? Es sei denn natürlich... Die Dame würde noch leben. Tut sie aber nicht. Gut, weiter geht's. Pass auf, ja, ich versuch's. Hallo Mutti. Das Ganze nochmal. Zug beenden. Ian läuft weg. Taiko kommt ran. Katja kommt ran. Katja schießt. Taiko schlägt. Recht, oh, rechter Arm. Das könnte ordentlich werden. Ich gebe dir erstmal ein. Komme ich ran? Natürlich nicht. Und noch ein. Jetzt komme ich aber ran. Jetzt noch 61. Na gut. Geht doch. Dummerweise nützt mir jetzt gerade nicht mehr viel. Zug beenden. Er greift eher mit dem linken Arm an. Schade. Das sind rechte Arme. Oh, warte mal. Greifst du eher mit rechten oder mit dem linken Arm an? Denn wenn Taiko gerade deinen rechten Arm ein bisschen beschädigt hat oder verletzt hat, kann ich mal davon ausgehen. Oh, das war gut. Laufe ich weg jetzt? Ich laufe ein bisschen weg. Komm. Kann ich davon ausgehen, dass deine Angriffe vielleicht ein bisschen schwächer sind? Komm, Deathclaw, folg mir. Genau, kannst mich noch einmal angreifen, weil du mich gerade verfolgen musstest und sogar aufstehen musstest. Sehr schön. Oh, du liegst auf dem Boden. Das ist ja sehr praktisch. Oh, lass mich angreifen. Lass dich bitte angreifen. Oh yeah. Oh. Zumindest kann ich nicht so gut verfehlen. Sehr schön. So, nächste Runde vielleicht mal wieder ein paar Stimpacks. Bevor wieder so ein kritischer Treffer kommt. Hör auf, doch wieder einzuschießen. So, wie siehst du eigentlich aus, junge Dame? Schwer verletzt, das ist schon mal ganz nett. Ich drücke I für Inventar. So, hätte gerne ein Stimpack genommen und ein weiteres Stimpack genommen und sicherheitshalber noch ein drittes Stimpack genommen. Sehr gut. Und ich kann zweimal schlagen. Wunderbar. Und du kannst dich ja wegrutschen. Dafür kannst du dich aber wegducken. Immerhin 16. Ja, tschüss, Ian. War schön mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Doggy wurde für 83 Punkte getroffen. Mutter wurde für 31 getroffen. Auch geil. So, nochmal auf dich. Und nochmal auf dich. Du bist gleich tot, nehme ich mal stark an. Obwohl, du warst doch nicht mal dem Tode nahe letztes Mal. Ich allerdings nähere mich schon langsam dem Tod. Sehr schön. Sehr gut, 11 Treuerpunkte. Die Faust steht ja wirklich gut, Taiko. Warte mal. So gut wie tot. Komm, ich riskier's. Dreier werde ich vielleicht treffen. Nummer 1. Wow, 6. Super. Nummer 2. Mit 22, wundervoll. Ein dritter Treffer, bleib liegen. 9 und bitte Treffer. Jawohl. Und tot. Ich habe letzten Treffer gelandet. Wundervoll. Jetzt speichere ich das Ganze. Ja, ich speichere es. Auf diesen unsäglichen Spielstand, wo Anja leider gestorben wurde er. Meine Güte. Ich werde dann gleich das mit Aldytum nochmal gleich erledigen. Warte mal, ich mache das kurz mal so. Einmal das. Einmal das. Einmal dieses. Und jetzt muss ich das Ei treffen. Wundervoll. Okay, weiter ist ja nichts. Ich speichere das Ganze nochmal. Wie gesagt, ich werde das Ganze mit Aldytum jetzt nochmal schnell offscreen machen, weil das ist jetzt nicht so spannend, habe ich gerade erst gemacht. Und ich glaube, ich werde auch den Krempel verkaufen, den ich gerade sowieso schon verkauft habe, ebenfalls offscreen machen. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hoffentlich bei den Blades stehe und einer noch lebt. Bis gleich.